Ja. I said die. Okay. Verstanden. Ja, furchtbar. Ich warte auf euren Rat. Ja? Oh, Zeitstopp. Nein. Okay. Autosave gibt's zum Glück. Keine große Herausforderung. Jetzt darf ich mich wieder ewig lang buffen und alles. Oh Mann. Ich warte. Komm, gleich furchtbar, bevor ich es vergesse. Steinhaut. Verwundbarkeitskugeln wären auch nicht schlecht. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was kann ich tun? Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Auf geht's! Imon hat keinen Kettenzauber, sie hätte einen Kometen. Okay. Kettenzauber noch und du eine. Archontenschild habe ich auch keins mehr. So. Und dann können wir reingehen. Es dürfte ja das Autosave überschrieben werden. Ach ja, jetzt läuft das erst noch. Das heißt, meine Zauber könnten abklingen. Bereitet euch auf euer Ende vor. Ist was los? Verstanden. Zeit auf zu schön. Ich war schon erledigt. Wenn ich der Gruppe weiter. Ja. Aber gerne. Ich bin bereit. Bei allem, was anständig ist. Ich kämpfe. Okay. Wenn ich der Gruppe wurde, aber schon unterwegs. Die macht sich unsichtbar, das finde ich nicht so toll. Du trinkst einen Trank. Zum Glück hab ich wirklich hier den Autosave mit den ganzen Buffs. Also rein da. Ja. Sklaven haben ihre Leben nicht umsonst gegeben. Sie haben mir vorzubereiten. Bereitet euch auf euer Ende vor. Ich warte. Ja, so, verstanden. Euch beide in die Mitte des Raums. So. Und Bo. Allzeit besser. Okay. Ihr zwei könnt auch ruhig da helfen. Oh, Zeitstopp, nein. Aber was auch immer sie beschwört. Tor.
Okay, er stellt sich zurück gegen Sendai selber. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, nächste Truppe kommt. Okay, Dawn, mach gleich das. Was kann ich tun? Die Dienerin der Natur. Minsk. Sie ist wesentlich aufregender als Rudel Zirkus. Schön. Die sieht aus wie eine fette Kriegerin. Wenn ich der Gruppe weiß, ich warte auf euren Befehl. Schon erledigt. Okay. Da kommen langsam immer mehr Drow. Minsk. Keldon. Minsk und das gute Eis. Die Drow muss mal weg, danke. Und wieder ein Zeitstopp. Oh, wir sind der Chef, weil die Hass nachlässt. Okay, Furcht dürfte nichts bringen. Wenn es das ist, was ich stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Muss wohl was anderes ausprobieren. Wenn ich der Gruppe, ich bin bereit. Okay, die ist gerade nicht so sonderlich freundlich. Okay, eine Bogenschützin als letztes. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Stört nicht aus dem Bar! Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe. Ich bin so gut. Wie viele Sendais gibt's hier jetzt? Großartige Taten vollbringen würden. Führt mich an, mein Freund. Ich verstehe. Okay. Da ist noch eine Sendai. Okay. Da ist jetzt die wahre Sendai, oder? Verdammt, sollt ihr sein, Talisa. Die Statuen sind ja vielleicht gefallen, aber ich niemals. Oh Gott, nur sichtbarer Pirscher. Viele unsichtbare Pirscher. Noch eine Sendai? Ne, das ist nur sichtbarer Pirscher, okay. Ich werde es tun. Spinne. Jetzt erstmal endlich weg mit dir. Wobei, weg mit dir. Verdammt!
Männern euren Sieg nehmen. Ja, wie denn? Wisset, dass selbst trotz meines Todes die Rückkehr unseres Vaters unausweichlich ist. Obwohl ich falle, werden andere dafür sorgen, dass Baal wiedergeboren wird. Hoffentlich nicht. Ach, ich bin wieder hier. Ich grüße euch erneut, Gottkind. Die zweite Enthüllung wartet auf euch. Ja, ist wieder Solar. Was? Ihr wollt noch mehr über meine Vergangenheit Ihr wollt mir noch mehr über meine Vergangenheit fahren? Ich bin bereit. Warum werde ich ständig wegen dieses Blödsinns hierher gerufen? Ich habe langsam was nicht genug davon. Ich hoffe, die ganze Sache hat einen tieferen Sinn. Also, ich bin bereit. Gut. Ich hoffe, ihr habt euch Gedanken über eure Herkunft gemacht. Jedes Wesen großer Macht muss viel über sich selbst wissen, bevor es sinnvoll agieren kann. Wir wollen also fortfahren. Ja. Dieses Mal geht es nicht um eure Vergangenheit, Gottkind. Heute wollen wir uns mit eurer Gegenwart beschäftigen. Die Prophezeiung strebt auf ihren Höhepunkt zu, wie euch sicher aufgefallen ist. Mhm. Die Rolle, die ihr bei der Prophezeiung spielt, ist allerdings vielleicht noch fraglich. Diese Frage wird von euch selbst beantwortet werden. Okay. Oh. Warum bin ich hier? Antwortet. Ich bin Talisa, Kind des Baal. Warum bin ich hier? Antwortet. Ihr seid hier, um euch selbst von der Prophezeiung und euren Platz in der Prophezeiung zu erzählen. Was interessiert mich meine Rolle, die ich in der Prophezeiung spiele? Sie bedeutet mir nichts. Wird es mir einen Vorteil bringen, davon zu wissen? Ich kenne doch meinen Platz bereits. Ich bin ein Kind Baals, das die Schwertküste in Blut tauchen wird. Ich kenne meinen Platz. Ich nehme die Macht meines Vaters. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne einen Weg finden, wie ich meinem Schicksal entgehen kann. Ja, 2 bis 4 klingt alles so negativ. Also ich will entweder den Vorteil oder ich will alles in Blut tauchen oder ich will Macht. Und 1 ist so gleichgültig. Das interessiert mich meine Rolle, sie bedeutet mir nichts. 5, das klingt eher so ich will eigentlich kein Kind des Baals sein, also nehme ich 5. Man kann seinem Schicksal nicht immer entgehen. Wenn ihr darüber entscheiden wollt, in welche Richtung sich euer Schicksal entwickelt, dann solltet ihr euch selbst zuhören, während ihr sprecht. Mhm. Ich spreche also jetzt praktisch mit einer Kopie meiner selbst, Sola? Ich bin das Original, du bist die Kopie. Es ist ein Teil von euch. Vielleicht aus einer anderen Zeit oder einer anderen Dimension. Aber dennoch steht ihr vor euch selbst. Sprecht zu euch selbst über Alaundos Prophezeiung. Ich bitte euch darum. Er heißt Alaundo, nicht Alaundo. Komm, verhunzt den Namen nicht so. Ja, ich nehme wohl an, irgendwie macht das Sinn. Man hat mir selbst einmal auf diesem Weg die Prophezeiung gelehrt, oder? Es macht also Sinn, dass ich selbst sie auf diesem Weg einmal lehren werde. Ja, ich bringe mir selbst die Prophezeiung bei, gut. Also dann, hört mir genau zu. Ja, wenn der Gott wandelt. Ihr seid das Zentrum der Prophezeiung, aber nicht auf die Art und Weise, wie ihr glaubt. Ihr bringt allen den Tod, die ihr berührt, das ist wohl wahr. Ihr bringt jenen, die ihr hasst. Jenen, denen ihr helft. Ja, selbst jenen, die ihr liebt, den Tod. Das ist Teil eurer Natur. Okay. Aber davon spricht die Prophezeiung nicht. Die Baalbrut wird Chaos bringen und weite Teile Färöns zerstören. Bedenkt, dass das nicht von euch getan wird. Nein, sondern von den anderen Wahnsinnigen. Ihr habt bereits mehrere Kinder Baals getötet, von denen die Prophezeiung spricht. Jene Kinder Baals, die also die Zerstörung bringen. Ihr bringt wohl den Tod, aber in einem lächerlich geringen Ausmaß. Verglichen mit dem, was diese Kinder Baals anrichten würden, wenn sie erfolgreich wären. Naja, ich hab vielleicht jetzt ein paar Tausende getötet. Vielleicht 1000 insgesamt? Ja. Ist schwer mitzuzählen. Vor allem der ganze Respawn in Baldur's Gate 1. Wenn man die Skelette jetzt nicht gerade mitzählt, die ständig respawned sind. Aber ja, ich denke, die anderen Kinder Baals würden 10 oder 100.000 töten, vielleicht sogar 1 Million. Ihr seid hier, um sie aufzuhalten. Egal, ob ihr das wünscht oder nicht, ist es eure Bestimmung, die Prophezeiung aufzuhalten.
Die Prophezeiung warnt vor eurem Scheitern, nicht vor euch.